Moinsen Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play Das Imperium in Total Warhammer. Und ja Leute, letztes Part sind wir da bestehen, wie mit Karl Franz Salz mit aufgebaut zu haben und jetzt endlich das Nordland, das Ostland aufzubauen, um die Zielvorgaben endlich zu erfüllen und die Siegbedingungen endlich wahr werden zu lassen. Und ja, wir haben ein kleines Problem. Das östliche und westliche Savanne sind gefährdet durch Grimgrog, Eisenpelz und Dork Einfinger. Denn die wollen jetzt gleich Schwarzhafen niederbrennen, wie ich sie kenne. Und wir haben nur eine Armee hier unten. Diese Armee ist sehr, sehr stark und hat einen sehr guten General. Ich vertraue meinem Reichsmarschall Aldebrand, der Kettenträger, aber alleine ist er unterlegen. Er kann die Hauswahl nicht alleine die Flucht schlagen. Er braucht Hilfe. Das Problem ist, er kriegt keine Hilfe. Er muss jetzt alleine klarkommen. Schloss Drakenhof ist sehr stark und mit Schloss, also wenn sie die Schappe lagern, würde er locker gewinnen, aber sie werden sich hier um kleinere Länder reinkümmern. Da die Grünen heute. Oh doch, er wird sich doch um Schloss Drakenhof kümmern. Okay. Das ist die Chance für uns. Entweder wir rennen jetzt direkt aus der Stadt raus und stellen uns im offenen Kampf. Und ich glaube, das ist eine dumme Idee gegen Orks. Diese dumme Orks. Wobei, ich habe starke Kavalleristen. Die werden seine Orks wegfegen. Ich könnte die fast schon als Meatship benutzen. So wie damals wirklich im Mittelalter Kämpfer mit der Kavallerie. Erstmal schwere Kavallerie reinjagen. Braveheart ist ein sehr, sehr guter Film, der das beschreibt. Aber darüber später viel mehr, sonst spoilere ich ja noch den Film. Da kommen sie wieder. Wo ist die Armee hin? Oh, was machen die da? Die können mich sofort angreifen, wenn ich Dietershafen aufbaue. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Komm, stellen wir uns den drei Armeen. Oh, ich habe ihn schon wieder zu viel bewegt. Egal. Sieht dann belagert hier. Jupp. Wie sieht's aus? Moralbanner. Gehen wir mal unseren netten Greifen. Jupp, es ist ein komplett ausgeglichener Kampf. Wir kriegen vier Führerschaften noch, weil wir Gefangene getötet haben. Ach, du heilige Scheiße. Das wird der Kampf für diesen Part sein. Ach, du Heiliger. Wobei, ich hätte auch jetzt warten können, einfach. Warten, bis er mich angreift. Aber wir werden es versuchen. Oh, der hat der Streitwagen. Oh nein, der hat Spinnenstreitwagen. Oh, shit. Die schießen können. Nein, wir müssen unserem Imperium zeigen, dass diese neue Bedrohung der Orks sofort in einem offenen Gefecht besiegt werden muss. Damit wir unserer Bevölkerung zeigen können, dass diese Orks nicht die größte Bedrohung sind. Ach du Scheiße. Beide Armeen stellen sich direkt zusammen auf von ihm. Da hinten ist meine Stadt. Die Stadt, die wir versuchen zu beschützen hier mit den Mauern. Da sehen wir sie. Wir beschützen dich, Schloss Drakenhof. Du ehemalige Vampirstadt. Grundformation schon mal einnehmen. Boah, diese ganzen Fähigkeiten. Ich liebe meine Gens. Bereit machen. Wartet auf die Verstärkung. Ich erinnere mich gerade, diese Armee hatte keine Schützen. Hier kriegen wir jetzt auch zweimal Armbrustschützen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Musketen? Sag bitte Musketen. Ja, Musketen! Nice. Nice, nice, nice. Meine Artillerie ballert schon fleißig. Aufstellen. Du gehst hier noch in die 4. Aufstellen. Gut, eben macht einfach hier Backup. Das, was irgendwie drumherum läuft, wird von euch abgefangen. Boah, die gehen einfach rein in den Kampf. Ballert sie ab! Schießt den Helden ab. Da kommt ein bisschen viel Kavallerie auf der einen Flanke. Ach du Scheiße. Hier auch. Komm mal hier rüber, mein Held. Ihr werdet jetzt schon blockiert. Ist gerade nicht euer Ernst, ne?
ein Stück nach hinten. Ja, die Hederbaden sind ein bisschen zu weit gelaufen. Lass den fliegen, mein General. Rüber mit euch. Flieg! So, mein Hederbaden. Haben Angriffsbefehle bekommen. Das ist ein Wolfsreiter. Ich sollte schneller sein. Held! Flieg! Geh auch mal nach hinten. Ne, du kommst wieder hier rüber. Perfekt, die hast du bekommen. So, die kreisen wir ein. Die kriegen wir. Die kriegen wir, die kriegen wir, die kriegen wir. Jagen. Okay. Hederbaden haben bereits den Kampf hier begonnen. Für Sigma. Ich wollte gerade sagen, für den Imperator. Ich habe zu viel Warhammer 40k gespielt. Macht euch bereit. Gut so. Die wurden auch geschnappt vom Gen. Warte, sorgt dafür, dass sie sich gar nicht mehr sammeln. Gut, rüber hier. Hier kommt rüber. Macht euch bereit, Orks zu schnitzeln. Von hinten. Habe ich mir doch gedacht, dass sie von da hinten kommen. Oh shit, Alter, die Hederbaden halten das nicht lange durch. Viel Spaß. Wie sieht's hier aus? Oh, die verfolgst hier noch, ey. Das geht mich ein bisschen auf, wie lange wir die verfolgen müssen. Hier rein. Komm, mach sie weg. Ich will hier nichts mehr sehen von denen. Rein da. Hey, der rennt einfach durch, der geht nur schon schön. Unfair. Unfair, der rennt einfach durch. Abfang, abfang. Flieg hier rüber. So, Demigriff Knights. Demigriff Knights, hallo? Ach, die Goblin. Kümmere mich mal um die Goblin. So, wie sieht's hier aus? Scheiß drauf, lass dich befeuern. Da rein. Da rein. Die sind weg. Bam, bam, bam. Weiter fliegen. Richtig so. Macht sie alle weg. In den Rücken, in den Rücken. Alle rüber hier. Lauft, lauft, lauft. So, können wir hier um die Schwitzen. Warte, wir brauchen hier die... Wir brauchen hier die, die Moral. Fähigkeiten von ihm, dass er die Moral reduziert. Mit Hilfe seines Greifen. Aufstellen. Hier reinfliegen. Wo ist dein Gen? Da. Ich sehe gerade, da hinten kommt noch meine Demigriff Knights Einheit. Mach sie bitte weg. So, Charge noch hier rein. Moral reduzieren. Zack. Bam! Vernichtet sie. Komplette Artillerie. Angriff. Hör mal, du Frechdachs da. Gegencharge. Oh ja, der Held wird jetzt schön beschossen. Komm, bringt sie alle ins Wanken. Oh, hohoho. So, jagen, Demigriff Knights. Du kommst hier rüber. Wir brauchen dich. Komm, tötet die Djinn. Flieg. Richtig so, und jetzt schön wieder auf den Boden klatschen. Da. Bam. Macht sie weg. Trink deinen Trank. Boah, wie die Demigreifen hier einfach alles in die Flucht schlagen, was sich hier sammelt. Das sieht sehr gut aus. Yes! Bringt sie um da, tötet den Gen! Keiner darf entkommen! Vernichtet die Orks! Boah, die Orks lassen sich schon mal viel besser bekämpfen als das Chaos.
Vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Methoden genommen, um gegen das Chaos zu kämpfen, aber... Ich hab's schon... Also es sind schon jetzt schon die ersten Parts hochgegangen, wo diese extrem unfairen Battles waren. Vor allem meine Armee spawnt einfach mal hinter dem Chaos. Danke, Creative Assembly. Aber teilweise verstehe ich nicht, wie komisch stark die sein. Also in der automatischen Berechnung nehme ich die kreuzweise. Und dann im echten Gefecht. Können wir gar nicht drüber reden. Ist der Gen jetzt tot von ihm? Sollte, ne? Ja, komm, enden wir jetzt das Gefecht. Wie viele Männer haben wir verloren? Ja, knappe 900. 900 und ein paar gequetschte. Aber was hat er verloren? Ein bisschen mehr. Mein Reichsmarschall Aldebrand, der Kettenträger, hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Er alleine hat 100 Leute in den Tod gerissen. Nee, wir lassen keinen frei. Diese brandschatzenden Orks werden keine Sekunde in meinen Ländereien geduldet. Er kriegt keine Männer dazu. Wenn ich jetzt einfach warte, kriege ich schon Männer. Guter Anlass, um einfach mal zu warten. Können Schwarzhafen kann... Nee, kann sich trotzdem nicht gegen die verteidigen. Es sind einfach immer noch zu viele. Wenn ich das hier ausbaue, kriege ich ja eine stärkere Garnison. Genau, die Speerträger werden durch Hillebarden ausgetauscht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Orks so schnell kommen. Ich muss immer deren Gebiete angucken. Zwerge. Boah, die meinen ja richtig fertig. Warte, wer ist stärker? Rang 1? Die Skellinger. Nee, die Grünhäute wurden jetzt richtig verprügelt. Die Skellinger sind einfach stärker Rang 1. Wie frech. Gut, wenn das jetzt, wenn das in Ostland jetzt so ein Militärding ausgebaut werden soll, sollten wir uns um die Schmiede kümmern. Und auch mal direkt das Kavalleriegebäude weiter ausbauen. Das ist doch mal nice. Ich habe eine Idee, wie wir die Tassafen aufbauen können. Wir bauen uns auf. Riskieren jetzt einen Angriff, aber werden, aber können abhauen, da wir kein Franz daneben schicken. Somit überlebt ihr die Scheiße. Beenden wir die Runde. Ah ja, wir können alles machen. Gehen wir mal direkt auf Geld. Nein, Spaß jetzt. Jetzt brauchen wir wirklich mal Wachstum. Jetzt ist Wachstum wirklich mal wichtiger. Da wir wirklich null haben. Aber wir können die Kriegerpriester mal hochschicken, die momentan noch in den Vampirgebieten sind. Die geben sehr schönes Wachstum. Was machst du da? Vielleicht füge ich da jetzt einen Orkschamane die Armee an, oder wie? Oder wie, oder was? Das ist jetzt hier die Frage. Leoness hat sich da oben gerade bewegt, das habe ich noch gesehen. So ganz am Rad der Karte habe ich das da oben gesehen. Bitte, Skellinger, greift jetzt nicht Karl Franz an. Bitte, gibt ihm eine Runde, um noch abzuhauen von der Stadt. Danach könnt ihr die Stadt wieder niederreißen. Oh Gott sei Dank. Puh. Boah, die hauen ab. Die haben mir plündert und die anderen hauen ab. Gebäude beschädigt? Was? Was? Welcher Frechdachs macht meine Hoppons kaputt? Do not waste my potential. Ich werde deine Zeit hier nicht verschwenden. So, machen wir mal eine Armee mit nur 4 Hillebarden. Dann kümmern wir uns mal direkt um meine Demigriff Knights. Haben wir sie doch mal wieder. Warten wir. Hier können wir jetzt eh nicht bauen. Ja. Boah, geil. Wir verteidigen eine Stadt, die einfach null bringt. Die ganze, oh, die Provinz bringt aber mega viel. Oh. Gut, Kriegerpriester rüber bewegen. Wo waren sie? Genau hier. Gebe dir mal direkt einen Befehl durchzulaufen. Damit ich, falls ich die vergesse, immer noch auf ihren Weg geschickt habe. Du rennst auch direkt rüber. Hier könnte es, was die öffentliche Ordnung angeht, immer noch Probleme geben. Ich glaube, der greift nicht mehr an. Da müssen wir Schwarzhafen schnell ausbauen. Wir müssen gar nicht Sutzgebäude rein, während das hier abgerissen wird. Hm, was können wir denn jetzt in Eschen bauen? Wo ist er schon? Ja, genau in der Mitte. Das wird nie im Leben. Also wird kein Kampf mehr sehen. Ah, komm. Öffentliche Ordnung.
Die wird den einfach nicht hier erwischen, ne? I will marshal the band. Alrix's will. Yes, I do not agree. Eine Frechheit, was der Junge da mit mir abzieht. Ich würde sagen, die Runde können wir auch beenden. Oh shit, 9000 kriege ich schon wieder. Boah, ich krieg bald 10.000. Nice. Und das mache ich mir direkt kaputt. Oh nein, oh nein. Auf in die Schlacht. Arzroll Schwarzmoor ist das. Ich habe gar nicht geguckt, welches Level der hat. Okay, wir haben eine Siegeschance. Einziges Problem sind die Schützenstreitwagen. Gut, stellen wir unsere richtig geile Hammerarmee mal auf. Wir können nirgendwo Bergvorteil bekommen, oder? Hier können wir das ein bisschen machen. Stellen wir die Schützen vorher mal vor den Schwertkämpfen auf. Ich hoffe, das funktioniert. Er hat eine geschwächte Armee, das ist unser Vorteil. Er hat eben noch aufs Maul bekommen. Passen wir uns ihm an. Gehen wir aber ganz an die Schwertkämpfe ran. Dann können wir so lange schießen, wie wir wollen, weil wir noch in allerletzter Sekunde wirklich nach hinten gehen können. Machen wir uns bereit. Ah, Streitwagen gehen auf die Flanke. Warte, haben die sogar kurz gefeuert. Das Gute ist, dass alle meine Nahkämpfer jetzt Schilder haben. Das ist sehr praktisch für meine Speerträger. Ja, ballert die Infanterie von dir zusammen. Finde ich gut so. Ich weiß gar nicht, ob ich das Feuer jetzt mal fokussieren soll. Ich will die Trolle weg haben. Zum Glück hat er keinen Riesen. Egal wie wenig Lebenspunkte der hätte, der wäre ein bisschen belastend. Hier kann ich nicht viel dagegen tun. Geh mal weg. Hör mal. Versuchst du dich einfach vorbeizuschleichen, oder wie? Attacke! Da klatschen sie aufeinander. Wo sind die Riesen? Ich sehe sie nicht gut. Entledigt euch der restlichen Schützen. Du gehst jetzt mal nach vorne. Wir können jetzt nicht einfach in einer drumherum stehen lassen. So solltest du hier locker gewinnen, obwohl du in den Rücken beschossen wärst. Oh komm, ihr könnt die Schwertkämpfe nicht so zusammenschießen, dass sie gegen diese paar Männer verkacken. Auf den nächsten Trupp. Solange diese Streitwagen nichts machen, werde ich das auch so zum ihm jetzt in den Rücken zu gehen. Das Gute ist, er hat einen Zauberer als General. Der noch ein geringes Level hat, ist der eine geringere Bedrohung als normaler General. Bam, haut sie alle weg. Oh, das ist schön. Und rein da, und rein da. Alle rein da. Ich würde den Hauptnahkampf gerne gewinnen. Oh, die Trolle haben sich gesammelt. Stellt euch auf. Ich will jetzt gerne diese Schützen weg haben. Die Streitwagen lasse ich sogar jetzt erstmal in Ruhe. Die haben noch sehr viel Muni. Die ballern erst ihre komplette Muni weg, bevor die auf die Idee kommen, was anderes zu machen. Solange sind die echt keine Bedrohung. Ich muss mich erstmal um die Einheiten kümmern, die wirklich eine Bedrohung sind. Das ist eine hohe. Das sind die Schützen, die in hoher Anzahl auftreten. Kümmert euch mal bitte um diesen Helden, ey. Gut, dass ich da gerade Speere habe. Dieser eine Traum mit wenig Lebenspunkten soll jetzt sterben. Ja, perfekt. Der haut direkt ab. Der ist einfach tot an der Unterzahl. Auch wenn meine Einheiten auch keine Moral mehr haben. Da sammeln sich ein paar Speere anscheinend. Gut so. Liegt darauf. Nein, nein, nein. Die dürfen nicht durchkommen. Lass nicht die Spinnenreiter der Waldgoblins durch. Angriff. Ja, gerade noch abgefangen. Perfekt. Boah, was sind das denn für Spinnenreiter hier? Komm, jetzt können wir die Streifen hier wegmachen. Letzten Freiheiten hier rumlaufen. Der Held gewinnt, ist glaube ich auch schon wieder klar. Das ist ein Fantasy-Universum, die Helden gewinnen immer. Ah! Was macht der denn hier?
Aber die schießen ja noch weiter, die restlichen, wenn ich mich nicht täusche. Das haben sie neu hinzugebracht. Nein, alle gehen in den Nahkampf. Nach vorne. Macht sie weg. Ja, ihr habt die Strafwagen bekommen. Perfekt. Wenn die im Stillstand bekommen, ist sehr gut. Macht das jetzt endlich weg. Oh, mein General haut ab. Das finde ich ja gar nicht nett. Ihr solltet hier gewinnen. Die gewinnen? Was? Wie kann ein Streitwagen im Stillstand gewinnen? Warte. Kümmere dich um den Streitwagen. Da darf ich nicht verlieren. Kommt, kommt, kommt. Die Stadt muss gehalten werden. Ja, ja, ja. Alle hauen sie ab. Wenn der Held abhaut, gibt das sowieso die Moraldefizite des Jahrhunderts. Rüberlaufen. Abschießen. Ja! Ja! Wir kriegen den Helden eh nicht mehr. Beenden wir das Gefecht. Nice! Richtig nice. Ich finde immer noch, dass die Trolle die größte Bedrohung waren. Und die Streitwagen, wenn sie reingefahren wären. Aber da sie Schützen sind und die KI dumm programmiert ist, haben wir eine Chance gehabt. Also so dumm ist die KI jetzt auch nicht. Die ist schon deutlich, deutlich schlauer als Attila und Baum. Also man kann sich über die Veränderung echt nicht beschweren. Die haben sie echt schlauer gemacht. Aber nicht schlau genug für Grimsel. Haha. Ich freue mich jetzt darüber, dass ich schlauer bin als eine KI. Ja, was macht ihr der Alia-Agent bei Marienburg? Das ist die reichste Stadt, glaube ich, in der ganzen Kampagne. Könnt ihr die bitte in Ruhe lassen? Das ist zufälligerweise meine Stadt. Ich würde es sehr empfehlenswert finden, wenn ihr die einfach da in Frieden lasst. Ja, die kommen ja doch wieder. Aha. Und oh, der rennt tiefer in meine Ländereien rein. Das ist so schlimm, wie die einfach da durchkommen. Der ruiniert mein Einkommen in der Provinz. Finde ich ja gar nicht nett. Die haben jetzt schon fast wieder voll. Oh, dass ich jetzt erstmal dieses Hafengebäude bauen muss. Nein, warte, wir müssen das ausbauen. Das ist wichtiger. Hat dieser Hafen mittlerweile eine Garnison? Ja, sogar eine volle. Mit deiner Armee kannst du ruhig da reingehen, dann kriegst du auch mehr Männer. So, wo geht die öffentliche Ordnung nicht hoch? Ostland? Ja, das habe ich klar. Und ja, hier. Warum guckt der Wald von Aden überhaupt noch? Die Stadt ist doch egal. Was mache ich denn jetzt gegen diese dumme Armee, die einfach mal in die Reihen reinläuft? Die Armee in Schloss Drakenhof muss ich da lassen, wo sie ist. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen auf Militär gehen. Also westliche Sylvania oder... Ich glaube, ich mache das östliche hier weiterhin auf nett. Kein Militär. Also Geld verdiene aus. Ich überlege fast schon, das reinzuklatschen. Einfach nur, damit ich die Garnison bekomme. Vom Reichsfort. Weil dann wäre das normale Garnisonsgebäude, glaube ich, besser. Ja, das lohnt sich mehr. Es wird sogar Mauern geben. Machen wir das. Weil ich weiß nicht, ob die da aus dem Osten kommen. Aus den Bergen. Ich habe da keine Spione, die das überprüfen können. Aber wir könnten ein Kavalleriegebäude bauen. Brauchen wir aber nicht. Hier werden wir eh keine Kavallerie rekrutieren. Laufen wir mal weiter. Du wartest dann hier oben und sicherst die Position. Ich überlege fast schon, die Armee da einfach links liegen zu lassen. Und einfach Balthasar Geld sich drum kümmern zu lassen, sobald er die Armee dafür hat. Können wir den Bock von Rauken und Norden wieder aufbauen. Dank der Tatsache, dass ich zwei Armeen hier habe, ist mir das egal, dass eine Armee jetzt geschwächt ist. Okay, die Stadt in Ruhe aufbauen. Das gibt mir schon mal ein paar Vorteile. Hier sollte ich mich auf jeden Fall um den Ausbau der Provinz kümmern. Zack, noch mehr Geld. Die Provinz ist nämlich sehr, sehr reich. Das sollten wir weiterhin unterstützen. Weil das Gebäude jetzt sieht doch anders aus von denen. Gibt es aber keine speziellen Vorteile, nee. Sieht davon anders aus, weil es mal die Hauptstadt war. Annektiertes Drakenhof. Ah, da, jetzt verstehe ich die eine Zielvorgabe hier. Wo war das? Da, annektiertes Koran. Es muss doch hier irgendwo sein, ne? Da, genau. Ich muss die Hauptstadt von den Bretonien erobern. Hier, ich muss die Kieselstadt erobern und
Miragliano. Wo ist das denn? Ist das hier unten? Da! Wow, Estalia ist das. Ah, alles klar, laut Creative Assembly soll ich da oben sein. Dann da im Westen, also Nordosten ganz viel. Dann hier im Westen und da nochmal ganz weit im Süden. Warum nicht gleich noch hier unten eine Stadt im Fluss der Verdammnis? Dann hätte ich ja alles. Wie können die Skalinger mächtiger sein? Nur weil sie 10.000 Armeen ausgehoben haben. Naja, ich hoffe natürlich aber, dass wir hier jetzt auch den Part beenden können. Denn ich hoffe, ich wollte eigentlich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Aber Grimsel ist reutig, also macht er das so. Ja, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part sehen, wie ich das Ostland und Nordland, glaube ich, fertig aufgebaut haben werde. Also Nordland ist jetzt schon fertig. Das Ostland braucht jetzt nur die Stadt Norden. Ich weiß nicht, soll ich Ehrengrad aufbauen? Das ist eine nette Großstadt. Das würde sich anbieten hier, das Land der Trolle. Naja, gucken wir mal, ob wir das trolligerweise machen werden. Ich hoffe natürlich aber, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Das Imperium und wir. Ja, wir müssen jetzt leider tschüss sagen. Auf Wiedersehen.